Best of Frenkel Frotzelt. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Ich habe immer noch ein bisschen eine kaputte Stimme, macht aber nichts. Ich werde schon irgendwie durchhalten. Heute seht ihr meinen Truck in Schwarz, Rot, Gold. Das sind die Fahnen. Ich fange mal an. Jetzt habe ich doch wieder einen Frosch im Hals. Tick, tack, tick, tack. Es ist dunkel draußen. Okay, ich bin erschrocken, ich geb's zu. Verfickt normal, ey. Puh. Ein Kinderfahrschein. Ein Behindertenfahrschein, na bitteschön. Okay. Bitte. Ah, nein! Nein! Ich wusste, dass er da runterfällt. Soll ich dich rausziehen? Nö, ich bleib einfach ein bisschen da liegen noch eine Stunde. Wo kommen sie denn? Da vorne gleich, ne? Das sind sie, ne? Scheiße! Kacke! Voll im Reifen! Oh Mann! Aua! 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 Okay, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr. Da könnt ihr das lesen hier, da. Die Haro Knoppers ist das. Alles klar. Das gibt jetzt wieder viele Dislikes, weil die Leute dann wieder sagen, oh Mann, du verarschst die Seenotretter! Die sind so wichtig! Das mag sein, Jesus war auch wichtig und ich verarsche ihn trotzdem. Ne, weil der hat's ja manchmal im Kreuz. Oh Gott. Mich hat man gerade abgeschossen. Ja, das muss ich jetzt mal sehen. Da kommt ja von hinten angeschossen, Vorsicht. Oh! Was ist da los? Wow. What the hell? Was war das denn? Verschlossen. So, jetzt habe ich aber wirklich nichts mehr zu verlieren, außer noch mehr Fahrgäste. Unfall. Oh, Kacke! Oh! Hallo, lassen Sie uns raus, bitte. Oh! Das war jetzt ein bisschen glatt gerade. Scheiße. Das ist eine Strecke, die ich auch noch nicht gefahren bin. Ich würde jetzt mal... bitte anhalten. Cowboy, was ist denn jetzt anhalten? Los hier? Bei mir Telefon wegklicken. Unglaubliche, okay. Unprofessionelles Arbeiten ist das hier. Ich habe das Telefon extra auf lautlos. Das hat man gehört. Ah, da! Oh, von hinten! Wo ist er denn? Ah! Ach, Frenkel, du stellst dich wieder an wie der letzte Euler hier, ey. Ist doch wahr. Ich hab schon mal 50% Schaden. Jetzt rammt er mich. Okay, ich bin rausgeflogen. Ich bin hinter der Leitplanke. Ich bin auch auf der Gegenseite gelandet. Bringt mir jetzt auch nix. Ja, ist ja gut! War vielleicht rot! Mann! Den kriegen wir auch noch. Entschuldigung! Das war aber auch ein mexikanischer Hirsch, ein illegaler Einwanderer. Puh. Der lenkt ja auch mit links, ne? Da hat die rechte Hand frei, kann auch komische Sachen anstellen. Mit seinem Pimmel in der Zwischenzeit zum Beispiel. Ich glaube, das macht er auch, so wie sich der bewegt. Seht ihr das? Der streichelt sich gerade ein bisschen, glaube ich. Liebe Kinder, lasst das, da kriegt man Rückenmarkschwund davon. Jetzt Moment mal, Payman hat mich gerammt. Du Sau! Ich wurde von hinten gerammt. Ja, natürlich! Mikroskop, hey, da kann ich meinen Pimmel suchen mit. Das nützt mir aber hier in dem Spiel nichts. Wo kommt er denn, der Konvoi? Ist er das da schon? Das ist er schon. Ah! Wieder völlig falsch raus! Gesprungen! Pissnelken! Bam! Bam! Okay, ich bin einmal weg. Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Frenkel-Frotzelt-Fanshop und dort gibt es auch Frenkel-Frotzelt-Shirts. Sie sind traurig, dass Sie nicht mit Harald Frenkel schlafen können? Das muss nicht sein, denn im Frenkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Frenkel-Frotzelt-Kissen. Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das muss nicht sein, denn im Frenkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Tassen. Kaufen Sie noch heute im Frenkel-Frotzelt-Fanshop und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster.
Der Fränkel Frotzelt Fanshop bringt ewige Glückseligkeit, ist geiler als jede Nymphomanin und macht sogar die Zähne weißer. Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat, wird ebenfalls fündig. Der Fränkel Frotzelt Fanshop. Einfach genial.